Hi ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Heroes und Generals. Wir hatten ja, ich hatte ja zu jeder Map einmal ein Video gemacht, die Map erklärt und das habe ich jetzt auch wieder vor, denn es gibt etwas Neues. Das wollte ich schon lange machen. Es gibt eine neue Map. Schauen uns die Map mal einmal kurz an. Wir spielen die Begegnung. Colmar Map heißt sie. Es gibt einen Fluss in der Mitte, die einen standen auf der anderen Seite des Flusses. Und hinter dem Fluss ist ein Dorf. Dorf kann man sagen, Dorf Stützpunkt. Den wie Begegnung halt ist, es gibt halt nur ein Ziel. Ein Ziel. Und ja. Die anderen Stadt weiter hinten. Ist immer abwechselnd, wie gesagt, ist Begegnung ganz normal. Kann man, wie gesagt, nicht als Scharfschütze spielen, also als Aufklärer. Man muss Infanterist sein. Und wir schauen uns die jetzt einfach mal an. So, damit sind nicht wieder. Wir haben, wie gesagt, es ist Begegnung, das heißt, es ist 12 gegen 12, glaube ich, maximal. Noch sind wir ein bisschen in der Überzahl. 11 gegen 9. Wir können ja einmal kurz hier von oben noch einmal genau gucken. Hier sind die Dörfer, hier sind einzelne Häuser. Es gibt verschiedene Wege. Einige Wege sind gesperrt, da kann man nicht durchlaufen. Es gibt ein paar große Gebäude, wo man super reingehen kann. So, und wir spielen gegen die Sowjetunion dieses Mal, die schon da war, aber wir jetzt gerade einnehmen. So sieht das von außerhalb, also aus Charaktersicht an, aus, so, zack. Es gibt, wie man sieht, es gibt Panzerfaust, wie immer, Heilung, Medic, Munitionkisten, alles wie immer verteilt. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas erreichen können. Also die Häuser sind wie gewohnt. Ja, nur verwundet. Dafür ist mein Karabiner noch zu schwach einfach. Irgendjemand schießt auch auf mich. Das sind die Gebäude. LOL! Habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, mit dem Karabiner im Nahkampf ist es dann auch ein bisschen schwerer. Wir schauen uns gleich einmal kurz die Gebäude an. Würde ich sagen. Oder im Allgemeinen vielleicht erstmal das Zentrum des Geschehens. Ich meine, wie man von der anderen Seite kommt, vom Wasser aus, das muss ich euch ja vielleicht nicht unbedingt zeigen. Da sehen wir da so ein Radiofunkstelle. Ich werde wieder geschossen. Sind zu spät. 7 gegen 7 gerade. War gerade irgendjemand. Hinter diesem Gebäude, da waren wir ja schon drin. Wie gesagt, da hier ist das Zentrum des Ganzen. Ja. Es könnte besser laufen, aber Punkte 47, das ist wieder mal
Schicksal, würde ich sagen. Du kannst fast jedes Gebäude, wirklich fast jedes Gebäude, irgendwas machen. Ja, also wie hier in Generals halt ist, kannst fast in das Gebäude, jedes Gebäude rein. Das zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, aber es gibt viele Versteckmöglichkeiten, sagen wir es so. Und in dem Gebäude waren wir drin. Das kennen wir auch aus anderen Modi. Muss sagen, ich wünschte mir, ich hätte den Scope, ne? Aber haben wir leider nicht. Ich glaube, wir werden das hier wohl ganz gut überstehen können. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal ein paar schöne Kills machen. Aber leider ich nicht. Das war ein anderer. Ja, irgendwo war eben einer. Na, ich will jetzt nicht die ganze Zeit im Haus kämpfen. Wir schauen mal auf der anderen Seite vorbei. Ist natürlich gefährlich. Wir können ja oben im Gebäude mal Standardgebäude von den Gegnern. Also manchmal für mich Standardgebäude, manchmal für die Gegner. Man muss ziemlich weit außen rumlaufen, weil man hier nirgendwo durch kann. Schade. Schade, schade, schade. Ja gut, das ist der Ort, wo die halt sehr schnell hinkommen können. Über dem Fluss, ne? Das ist einer der ersten Gebäude für die. Das ist ein Fahrrad. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Besonders mein Trupp sticht hier gut hervor. Sturmrebellen sind auch gar nicht so schlecht. Bis auf einer von denen. Ironside, ich bin echt Ironside nicht ganz so gut. Vielleicht schnappe ich mir einfach mal eine Waffe von ihm. Dass er nicht genau was hat. Ah, okay. Also auch solche Gebäude gibt es hier in diesem Modi. Scope hat er nicht, gut. Hier ein Fun Fact, schön hier. Strategisch recht clever, sich dahin zu positionieren, wo die Gegner herkommen. Wollte ich schon sagen, das ist gar nicht so schlecht gemacht. Wie gesagt, da sehen wir nochmal die Karte, der Fluss, Bäume, die einzelnen Häuser, wo es was gibt halt, ne? Mal, ich hasse diese Fenster, ne? Das hasse ich ja wirklich, ey. Wenn du zu nah ran bist, dass er immer wieder zurückzieht. Oh Gott. Fast runtergefallen. Ich nehme lieber eine weiße. Oder Buche mäßig. Ist zwar riskant, was ich hier gerade mache, weil die von da halt kommen. Ja, als er mich nicht sieht, ne, die ganze Zeit richtig hässlich scheiße geschossen, ne. Direkt ein Headshot. Jawohl.
wir haben gewonnen. Schön, freut mich. Und das, ja. Ja. Wenn es eine neue Map geben sollte demnächst oder sonstige Updates, kann ich die gerne nochmal zeigen. Wenn ihr die sehen wollt, heißt es natürlich. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschüss, tschüss.